die Nachfolger Jesu Christi. Das sind die Heiligen des Allerhöchsten. Sie werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja bis in alle Ewigkeit. Das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das Reich Jesu Christi ist ein ewiges Reich. Und alle Mächte werden Jesus Christus dienen und gehorchen. Amen.